Hallo und herzlich willkommen, hier eine neue Folge Blind Tech bei Ceco. Mein Name ist Jesse und heute gibt es eine neue Hörbuchrezension und zwar Das Paket. Autor Sebastian Fitzek, Sprecher Simon Jäger, Kategorie Krimi Thriller, inklusive Verlosung von 2 Exemplaren. Dazu schreibt immer bitte Hashtag das Paket in die Kommentare, dann weiß ich, dass ihr teilnehmt. Mehr dazu gibt's nach dem Intro. Beschreibung. Seit die junge Psychiaterin Emma Stein in einem Hotelzimmer vergewaltigt wurde, verlässt sie das Haus nicht mehr. Sie war das dritte Opfer eines Psychopathen, den die Presse den Friseur nennt, weil er den misshandelten Frauen die Haare vom Kopf schert, bevor er sie ermordet. Emma, die als einzige mit dem Leben davonkam, fürchtet, der Friseur könnte sie erneut heimsuchen, um seine grauenhafte Tat zu vollenden. In ihrer Paranoia glaubt sie, in jedem Mann ihren Peiniger wiederzuerkennen. Dabei hat sie den Täter nie zu Gesicht bekommen. Nur in ihrem kleinen Haus am Rande des Berliner Grunewalds fühlt sie sich noch sicher. Bis der Postbote sie eines Tages bittet, ein Paket für ihren Nachbar anzunehmen. Einen Mann, dessen Namen sie nicht kennt und den sie noch nie gesehen hat, obwohl sie schon seit Jahren in ihrer Straße lebt. So, jetzt gibt's noch eine kleine Hörprobe. Als Emma die Tür zum Schlafzimmer ihrer Eltern öffnete, ahnte sie nicht, dass sie dies zum letzten Mal tun würde. Nie wieder würde sie sich mit einem Stoffelefanten bewaffnet nachts um 12:30 an ihre Mutter kuscheln, vorsichtig bemüht, Papa beim ins Bett krabbeln nicht aufzuwecken, der im Traum mit den Füßen strampelte, zusammenhanglose Worte murmelte oder mit den Zähnen knirschte. Heute strampelte, murmelte oder knirschte er nicht. Heute wimmerte er nur. Papa? Emma tapste von der Dunkelheit des Flurs ins Schlafzimmer. Das Licht des Vollmonds, der über Berlin in diesen Frühlingsnächten wie eine Mitternachtssonne thronte, fiel mit einem quecksilbrigen Schimmer durch die zugezogenen Gardinen. Mit zusammengekniffenen Augen, über denen Emmas Pony wie ein kastanienbrauner Vorhang hing, konnte sie die Umgebung erahnen. Die Ratterntruhe am Fußende, die gläsernen Nachttische, die das ausladende Bett flankierten, den Schrank mit den Schiebetüren, in dem sie sich früher manchmal versteckt hatte. Bis Arthur in ihr Leben trat und ihr das Versteckspielen verleidete. »Papa?« flüsterte Emma und tastete nach dem nackten Fuß ihres Vaters, der unter der Bettdecke hervorstach. Sie selbst trug nur eine einzelne Socke, und auch die hing ihr kaum noch an den Zehen. Die andere hatte sie im Schlaf verloren, irgendwo auf dem Weg vom Einhornglitzerschloss zum Tal der silbergrauen Flugspinne, die ihr im Traum manchmal Angst einjagte. Aber nicht so viel Angst, wie ich sie vor Arthur habe. Obwohl der ihr immer wieder versicherte, er wäre nicht böse. Aber konnte sie ihm vertrauen? Emma presste sich den Elefanten stärker an die Brust. Ihre Zunge fühlte sich an wie ein trockener Kaugummi, der am Gaumen klebte. Sie hatte ihre dünne Stimme selbst kaum gehört, also versuchte sie es noch einmal. Bewertung. Gesamt 3 Sterne. Sprecher 5 Sterne. Geschichte 3 Sterne, Spannung 4 Sterne. Aufgrund der Beschreibung habe ich mir was komplett anderes vorgestellt und entsprechend auch etwas anderes erwartet, was nicht unbedingt negativ gemeint ist. Bevor ich mir Bücher kaufe und anhöre, lese ich mir gerne Beschreibungen durch und überfliege auch hin und wieder mal Kundenrezensionen, um mir einen Überblick zu verschaffen und abzuwägen, ob mich das Buch anspricht oder nicht. Bei diesem Buch ist mir aufgefallen, dass es ziemlich polarisiert, wie kaum ein anderes Buch, das ich kenne. Die meisten finden es entweder total schlecht oder total super. Es gibt kaum mittlere Bewertungen. Der Autor Sebastian Fitzek versucht hier von Anfang bis Ende Spannung aufzubauen. Dies gelingt ihm leider nicht immer. Teilweise fühlt es sich gerade im mittleren Teil leider so an, als würde hier versucht, die Geschichte künstlich in die Länge zu ziehen. Es gibt allerdings durchaus auch einige Teile in diesem Hörbuch, die sehr spannend und mitreißend sind. Was damit zusammenhängt, dass man als Hörer nicht immer so ganz unterscheiden kann,
ob es sich zu diesem Zeitpunkt um Realität oder Fiktion handelt. Der Sprecher Simon Jäger legt hier eine absolute Glanzleistung hin. Seine angenehme und warme Stimme schafft es, dieses Buch zum Leben mit Leben zu füllen. Ich höre ihm gerne zu. Seine Interpretation finde ich absolut atemberaubend. Simon Jäger ist auch bekannt als die Synchronstimme von Matt Damon und einigen anderen bekannten Schauspielern. Es ist nicht das beste Werk von Sebastian Fitzek, was, denke ich, auch an meiner Bewertung zu erkennen ist. Aber man kann es sich super anhören, was nicht zuletzt auch der Leistung von Simon Jäger zu verdanken ist. Ich denke, die Ursache der massiven Polarisierung dieses Buches liegt an der Art der Geschichte. Oft unklar, ob es sich um einen Traum oder um Realität oder Illusion handelt. Und dass man dadurch ab und an das Gefühl hat, dass manche Teile an den Haaren herbeigezogen sind. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt's mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.